Guten Morgen, hallo allerseits. Wieder einmal zu früher Stunde. Aber die meisten von Ihnen sind ja noch nicht so lange aus der Schule raus, sodass ich denke, die meisten von Ihnen sind noch ganz gut daran gewöhnt, so früh irgendwo zu sein. Gut, die Entwöhnung geht natürlich recht schnell. Zumindest ging es bei mir recht schnell damals. Binäre Bäume. Wir hatten am Anfang des Semesters lineare Listen betrachtet. Das heißt also einzelne Elemente, wo wir neben dem Schlüsselwert, das was wir eigentlich speichern wollten, jeweils noch einen Verweis auf ein nächstes Element, einen Zeiger, Pointer, wenn man so will, auf ein nächstes Element mit in jedem Listenelement drin hatten, was uns ermöglicht hat, eben ein linear aneinandergereiht viele, viele Elemente zu speichern. Und wir haben das letzte Mal begonnen mit dem Thema binärer Suchbaum, mit der offensichtlichen Möglichkeit, wenn ein Listenelement ein Nachfolger haben kann, spricht erstmal nichts dagegen, dass es auch zwei oder mehr Nachfolger haben kann. Jetzt betrachten wir noch den Fall, dass jedes Listenelement bis zu zwei Nachfolger haben kann. Sie sehen hier in diesem laufenden Beispiel, das ich die ganze Zeit auch beim letzten Mal benutzt habe und jetzt auch hier nutze, ein Baumelement, ein Baumknoten kann null Nachfolger haben hier. Das heißt also sowohl der Verweis, den wir left oder links nennen, als auch der Verweis, den wir right oder rechts oder irgend so etwas nennen, oder manche Leute schreiben auch rechter Nachfolger, linker Nachfolger. Die können beide null sein, oder wir haben hier die Situation, etwa bei der 11 oder hier bei der 54, hier ist der Rechtszeiger, der Rechtsverweis 0, hier ist der Linksverweis 0, oder wie etwa hier bei der 31 zeigen beide Verweise auf weitere Knoten. Wir haben beim letzten Mal uns schon Einfügen und Suchen angeschaut. Löschen kommt jetzt als nächstes, aber nochmal zur Erinnerung, das Search in Binary Search Tree, also binär, ist klar. Wir haben bis zu zwei Nachfolger für jeden einzelnen Baumknoten, daher das Wort binär. Was bedeutet ein Suchbaum? Das bedeutet, die Suchbaumeigenschaft ist erfüllt. Okay, Tautologie. Was ist die Suchbaumeigenschaft? Für jeden Knoten gilt zum Beispiel hier für die 43 gilt, der Schlüsselwert, der hier drin steht, die 43, ist größer gleich allem, was links davon da dran hängt und kleiner gleich allem, was rechts davon da dran hängt. Größer gleich und kleiner gleich, nicht größer oder und kleiner, weil wir Duplikate erlauben, auch wenn wir jetzt hier keine Duplikate in diesem Beispiel haben. Das gilt nicht nur für die Wurzel, wo die 43 steht, sondern das gilt genauso auch für jeden anderen Knoten, etwa für die 25. Links ist alles kleiner gleich, rechts ist alles größer gleich oder für die 76. Egal welchen Knoten Sie schauen, der überhaupt Nachfolger hat, alles was links noch dran hängt, der unmittelbare Nachfolger und alles was an dem indirekt dran hängt, ist kleiner gleich, hat Schlüsselwerte kleiner gleich. Und alles, was rechts ist, eben Schlüsselwerte größer gleich. Das hat es uns erlaubt, sehr, sehr effizient mit einem einzigen Abstieg einen Schlüsselwert, den wir suchen, zu finden, beziehungsweise festzustellen, dass der nicht drin ist. Es hat uns erlaubt, beim letzten Mal einen Schlüsselwert neu einzufügen. An der Stelle, an der einen Stelle, wo die Suchbaumeigenschaft nicht verletzt ist, Sie erinnern sich, wenn wir beispielsweise die, sagen wir mal, die 60 einfügen wollen, dann müssten wir hier runtergehen und hier hätten wir nach links den Platz, um die 60 einzufügen, und das ist der eine Platz, wo wir die 60 einfügen könnten als neues Blatt. Der eine Platz, wo die Suchbaumeigenschaft nicht durch dieses Einfügen verletzt wird. So, was jetzt als nächstes kommt, ist Löschen. Danach werden wir noch eine weitere Operation sehen, nämlich Traversieren. Einmal alle Schlüsselwerte in aufsteigender Reihenfolge durchgehen. Und dann, damit sind wir dann mit binären Suchbäumen durch und kommen dann zu noch erweiterten Strukturen. So,
Das Finden war ganz einfach, einmal auf einem Pfad von der Wurzel durch bis zu dem Element oder bis zu der Stelle, wo das Element sein müsste, wenn es dann drin wäre. Einfügen war ganz einfach, einmal durchgehen und an der Stelle, wo frei ist, ein neues Blatt einfügen. Löschen ist komplizierter. Das sehen wir uns jetzt an. Zunächst mal, wir werden drei Fälle zu unterscheiden haben in aufsteigender Schwierigkeit. Wir betrachten hier in diesem ersten Beispiel den einfachsten Fall, nämlich den, dass wir einfach ein Blatt löschen wollen. Ja? Wollen in diesem Beispiel die 7 löschen. Die ist da unten ein Blatt. Wir machen dasselbe wie beim Suchen und beim Einfügen, nämlich dass wir an die Stelle gehen, wo die 7 sein müsste. Ja, ohne der Algorithmus sieht das natürlich nicht, dass die 7 genau an dieser Stelle ist, aber er verlässt sich auf die Suchbaumeigenschaft und kann daher immer genau entscheiden, ob es jetzt nach links oder nach rechts weitergehen soll. Die 7 ist kleiner als die 43, also geht es nach links weiter, denn wir wissen, alles, was rechts ist, ist größer gleich 43, da kann die 7 niemals drin sein. Bei der 25 dasselbe, die 7 ist kleiner als die 25, wir wissen, dass wir nach links absteigen müssen. So, und dasselbe Problem oder dieselbe Feinheit, auf die man achten muss wie bei linearen Listen, wenn Sie ein Element löschen wollen aus einer verzweigten Struktur, egal ob bei linearen Listen, dort hatten wir das Thema behandelt, hier jetzt auch, dann dürfen Sie nicht so weit absteigen, bis Sie auf diesem Element sind, das Sie löschen wollen. Denn was heißt löschen? Löschen heißt, dass dieser grün gezeichnete Verweis, dass der eliminiert werden soll. Auf diesen grün gezeichneten Verweis, also das genau gesagt, dass dieser Verweis dann auf 0 gesetzt werden soll. Aber um auf diesen Verweis manipulieren zu können, ja, in dem Moment, wenn Sie noch eins weiter abgestiegen sind, bis Sie bei der 7 sind, haben Sie keinen Zugriff mehr auf diesen Verweis. Nur wenn Sie einen Element vorher stehen bleiben, nur dann können Sie auf diesen grünen Verweis zugreifen und den einfach auf 0 setzen. Und das war's. Dadurch angezeigt, dass hier kein Pfeil mehr gezeichnet wird. Alle Pfeile, die nicht eingezeichnet sind, sind Verweise, die auf 0 gesetzt sind. Das ist der einfache Fall. Wenn wir ein Blatt löschen wollen, einfach ein Baumknoten vorher stehen bleiben und diesen Verweis auf dieses Blatt löschen. So, jetzt kommt der zweite Fall, der ein wenig komplizierter ist. Diesmal wollen wir die 54 löschen. Ja? Also wir fangen wieder mit demselben Baum an wie eben. Die 7 ist wieder drin. Gut, die 7 spielt jetzt für das Beispiel keine Rolle mehr. Wir wollen die 54 löschen. Das ist ein innerer Knoten, kein Blatt mehr. Aber noch der einfachere Fall, nämlich dass nur ein Nachfolger da ist und nicht zwei Nachfolger. Das heißt, lokal rund um die 54 haben wir dieselbe Situation wie bei einer Liste, nämlich ein Vorgänger, ein Nachfolger. Und wie bei einer Liste können wir dann dieselbe Operation anwenden, um dieses Element, diesen Baumknoten auszukoppeln aus der Baumstruktur, nämlich einfach überbrücken. Das sehen wir uns an. Wir gehen also jetzt, da die 54 größer als die 43 ist, gehen wir jetzt also nach rechts und nicht wie eben nach links, bleiben hier stehen, stellen fest, die 54 ist kleiner und also nach links weiter und da ist schon die 54, also bleiben wir an dieser Stelle stehen, gucken uns diesen Baumknoten genau an, stellen fest, einer der beiden Nachfolger ist 0, der andere ist nicht 0, also kein Blatt, aber eben trotzdem einer der beiden Nachfolger ist 0 und dann können wir das machen, was wir auch bei einer linearen Liste machen würden, um ein Element zu löschen, nämlich der Knoten mit der 69 verweist nicht mehr auf diesen gelben Knoten, sondern stattdessen auf den Knoten mit der 66. So sieht dann die Struktur hinterher aus. Eine einzige Umbiegung eines Verweises und schon ist der Baumknoten mit dem zu löschenden Schlüsselwert aus dem Baum eliminiert.
Ja, dieselbe Situation wie bei linearen Listen. Stellen Sie das einfach nochmal für sich dann gegenüber, wenn Sie sich mit dem Stoff auseinandersetzen. So, das ist jetzt der mittelschwierige Fall gewesen. Jetzt kommt der schwierige Fall. Und zwar der, der noch übrig bleibt, natürlich. Ach so, nein, Entschuldigung. Wir haben noch mal ein Beispiel für den mittelschwierigen Fall. Hatte ich jetzt vergessen. Diesmal wollen wir die 11 löschen. Wir gehen also einen Schritt nach links, weil wir wissen, die 11 muss auf der Seite sein. 25. Wir gucken runter. Da, wo es weitergehen soll, ist die 11 schon. Wir gucken uns an. Ein Nachfolger ist 0, der andere ist nicht 0 und machen wieder dieselbe Operation. Der Knoten, der Baumknoten mit dem Schlüsselwert, der zu löschen ist, wird überbrückt. So. Jetzt kommen wir aber endgültig zu dem schwierigen Fall, nämlich zwei Nachfolger. Ich habe mir jetzt die Freiheit genommen, Sie müssen sich jetzt vorstellen, dass der Baum größer ist, damit das Ganze noch irgendwie vernünftig hier in vernünftiger Schriftgröße hier auf so eine Folie raufpasst. Habe ich mir die Freiheit genommen, den Rest des Baumes hier einfach so anzudeuten. Also, was diese Wolke mit Punkt, Punkt, Punkt bedeutet, ist, dass hier noch ein Riesenbaum vielleicht darüber ist und der letzte Knoten hier hat nicht nur nach rechts einen Verweis, sondern vielleicht nach links, wo auch noch mal hier viel dran hängt. Wir sind irgendwie hier durch eine große Struktur, die hier nur angedeutet ist, wie gesagt, durch Punkt, 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 bis zu diesem Punkt gekommen, wie immer. Wir wissen jetzt von dem Punkt aus, weil der Schlüsselwert kleiner als die 43 ist, müssen wir nach rechts schauen. Wir schauen nach rechts, wir finden dort die 43 und gucken uns wieder an, wie geht es da weiter und stellen in diesem Fall fest, hier nach links ist nicht 0, sondern da hängt was dran. Und nach rechts ist nicht 0, da hängt auch was dran. Jetzt können wir diesen Knoten nicht einfach so wie eben durch Überbrückung löschen. Wie soll das funktionieren? Wenn wir stattdessen zur 25 überbrücken würden, ja, den grünen Verweis auf diesen Baumknoten mit der 25 umbiegen würden, dann wäre dieser Teil verloren. Wenn wir stattdessen hier die 43 diesen Baumknoten überbrücken, indem wir auf die 69 weiterverweisen, dann wäre dieser Teil verloren. Ist also nicht ganz von vornherein so einfach. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das Problem jetzt lösen kann. Sie können gucken, dass sie irgendwie über eine Möglichkeit ist, Sie können gucken, dass Sie hier überbrücken und den ganzen Rest vorher irgendwo retten und dann irgendwo hier hinten unten hinhängen oder so etwas, dass Sie den einen Teilbaum ganz unten an den anderen Teilbaum dranhängen, was natürlich zur Konsequenz hat, dass die Teilbäume immer länger werden, also dass dann von Mal zu Mal, wenn Sie solche Operationen haben, immer längere Wege runterzugehen sind. Ich betrachte hier den Fall, den man eigentlich, oder die Herangehensweise, die man, glaube ich, eigentlich immer in Lehrbüchern findet, die dafür sorgt, dass die Höhe des Baumes nicht steigt, indem man sondern die Höhe des Baumes bleibt gleich oder in einzelnen Sonderfällen nimmt sie sogar um eins ab. Aber im Allgemeinen bleibt sie gleich. So, was machen wir? Der Trick ist ganz einfach. Der Trick ist, wir löschen zwar die 43, diesen Schlüsselwert, aber wir löschen nicht diesen Baumknoten, sondern wir überschreiben die 43 mit einem anderen Schlüsselwert, der gerade drin ist, und löschen den Knoten, wo dieser Schlüsselwert drin ist. Dafür gibt es zwei Kandidaten. Der eine Kandidat ist die 39 hier unten. Der andere Kandidat ist die 54. Wir gucken uns an, wie sieht das aus, wenn wir die. Also, wir haben hier ein. Ich sollte so formulieren.
Wir haben einen Freiheitsgrad. Wir können das Problem lösen, indem wir hier aus dem linken Baum einen Baumknoten löschen, die 39, und die 39 hier hoch die 43 überschreiben lassen. Also der Schlüsselwert wird überschrieben, dieser Baumknoten wird gelöscht anstelle von dem. Oder indem wir nach rechts gehen und dann würden wir auf die 54 stoßen und die 43 mit der 54 überschreiben. So, da werden wir zwei Laufpointer brauchen. Gucken wir uns noch nicht das an, was hier so steht, sondern schauen Sie sich erstmal an, was hier in dem Bild so vor sich geht. Wir werden natürlich diesen Baumknoten, wo die 43 drin steht, die wir löschen wollen, den müssen wir halten in einem Laufpointer, also der bleibt dann dort stehen, und mit dem anderen müssen wir dann weiter runtergehen bis zur 39. Und die Logik ist ganz einfach. Einmal nach links und dann so weit wie möglich nach rechts. So, jetzt steht dieser zweite Laufpointer, der zur 39 soll, der steht jetzt hier, da geht es weiter nach rechts, also geht er weiter nach rechts. Jetzt steht er hier. Es geht weiter nach rechts, aber von hier, wir gucken ja beim Löschen immer eins voraus. Hier stellen wir fest, es geht nicht mehr weiter nach rechts, also können wir die 39 löschen. Aber schauen Sie, was wir gemacht haben. Wir haben eben nicht die 39 gelöscht, sondern wir haben den Baumknoten gelöscht. Die 39 wird hergenommen, überschreibt die 43 und dann wird der Baumknoten gelöscht. Und hier steht jetzt anstelle der 43 die 39. Und wenn Sie sich das jetzt nochmal genau anschauen, dann stellen Sie fest, dass die Suchbaumeigenschaft weiterhin erfüllt ist. Denn alles, was links ist von diesem Baumknoten, ist kleiner gleich der 39. Alles, was rechts ist, ist größer gleich der 39. Das ist kein Zufall. Das liegt nicht daran, dass ich das Beispiel so gewählt habe, sondern es wäre mit jedem anderen Beispiel genauso gegangen. Das liegt einfach daran, welchen Wert ich genommen habe und wie ich da hingekommen bin. Einmal nach links und so weit wie möglich nach rechts. Was habe ich denn damit, wenn ich so weit wie möglich nach rechts gehe? Was ich damit habe, ist in aufsteigender Sortierreihenfolge den unmittelbaren Vorgänger der 43. Das ist in diesem Beispiel die 39. Die 39 ist der unmittelbare Vorgänger der 43 in dieser Sequenz, die hier in diesem Baum gespeichert ist. In Sortierreihenfolge. Dasselbe nochmal jetzt in einer etwas anderen Situation. Achso, vielleicht nochmal ganz kurz hier hierauf eingehen. Einmal nach links. Wir wissen, dass es nach links weitergeht, dass da ein Element ist, denn wir sind gerade in dem Fall, in dem der Baumknoten mit dem zu löschenden Schlüsselwert zwei Nachfolger hat. Also hat er insbesondere einen linken Nachfolger. Also können wir eins nach links gehen, ohne auf Null zu stoßen. Und jetzt können wir immer nach rechts schauen, sehen Sie, ich prüfe nicht nach, ob der rechte Nachfolger 0 ist. Ich prüfe hier nach, ob der rechte Nachfolger 0 ist oder nicht 0 ist. Wenn der rechte Nachfolger 0 ist, dann ist die 25 der unmittelbare Vorgänger der 43, weil ja hier nichts mehr dran ist. Wenn er nicht 0 ist, dann gehe ich eins weiter und gucke hier immer eins voraus. Ich gucke nicht danach, ob der rechte Nachfolger 0 ist, sondern ich gucke nach, ob dessen rechter Nachfolger 0 ist. Und hier in dem Fall ist er 0. Der rechte Nachfolger vom rechten Nachfolger ist 0 und dann weiß ich, ich bin an der richtigen Stelle. Und hier in der etwas anderen Situation, wo das Element, der Knoten, den wir löschen wollen, dessen Schlüsselwert wir dann
da oben hineinretten wollen, indem die 39, 43 überschreibt, wo das kein Blatt ist. Ist eigentlich dieselbe Situation. Wir gehen runter und runter und runter, stellen wieder fest, der rechte Nachfolger vom rechten Nachfolger ist leer und damit ist das wieder der der unmittelbare Vorgänger in Sortierreihenfolge. Und wenn ich den unmittelbaren Vorgänger in Sortierreihenfolge hier hochschreibe, dann stimmt die Suchbaumeigenschaft wieder. Wie mache ich das in dem Fall? So wie wir das schon kennengelernt haben, eben, das war der mittelschwere Fall. Dadurch, dass der keinen rechten Nachfolger hat, wir bleiben ja stehen in dem Moment, wenn der rechte Nachfolger keinen rechten Nachfolger mehr hat. Dadurch, dass der keinen rechten Nachfolger mehr hat, hat er also höchstens einen linken Nachfolger. Und dann können wir diesen Baumknoten aus der Struktur eliminieren, indem wir den Verweis darauf, indem wir diesen Baumknoten überbrücken, den Verweis darauf auf den Nachfolger umlenken. So, die 39 haben wir zuerst hier hochgeschrieben, die 43 damit überschrieben und die 36, das ist der Knoten, der hier dran hing. Natürlich könnten hier theoretisch noch einen riesen Baum dran hängen, aber das ist, wäre jetzt, ich denke, das ist klar, der das ist auch so klar, ohne dass ich da einen Riesenbaum dran zeichne, dass die 36 und alles, was noch dranhängt, dieser Baumknoten und alles, was noch dranhängt, darauf geht, wird dieser Verweis umgebogen. Und das heißt, dieser Verweis zeigt jetzt auf die 36 und alles, was da vielleicht noch dranhängt. Und die 43 ist gelöscht und die Suchbaumeigenschaft ist weiterhin beibehalten. Also die Logik ist, ich will das vielleicht nochmal insgesamt versuchen zu zeichnen. Na, so. Sie haben hier das Element, was Sie löschen wollen. Und genau gesagt ist das der Baumknoten mit dem Schlüsselwert, den Sie löschen wollen. So, Sie gehen einmal nach links zu einem Knoten und dann gehen Sie, ich zeichne das mal etwas nicht ganz maßstabsgetreu, damit es schön raufpasst. So, 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 so. So. Hier ist der Wert, den Sie retten wollen dann. Und hier könnte links, es könnte links weitergehen. Aber hier rechts geht es nicht weiter. Wenn Sie diese Struktur haben, können Sie sich leicht klar machen, dass das, was ich hier als Plus angedeutet habe, der Schlüsselwert, der hier drin ist, genau der unmittelbare Vorgänger ist von dem Schlüsselwert, der hier drin ist. Und wenn ich genau den unmittelbaren Vorgänger hernehme, ja, dieser Wert, der hier unten ist, ist größer gleich allem, was hier sonst so noch auf dieser Seite des Suchbaumes ist. Ja, da kann es ja natürlich noch beliebig weitergehen in die Richtung. Und deshalb ist es kein Problem, diesen Schlüsselwert, der hier ist, nach da oben zu schreiben. Er ist dann größer gleich allem, was hier auf der linken Seite ist. Und das Ganze kann man natürlich auch spiegelsymmetrisch machen. Man kann statt einmal nach links und dann so lange wie möglich nach rechts, kann man genauso gut einmal nach rechts und dann so lange wie möglich nach links gehen. Das ist Geschmackssache, wie man das implementiert, ob so rum oder so rum. Es ist ja eine spiegelsymmetrische Struktur. Gut. Damit ist dann das Löschen aus einem binären Baum soweit fertig. Hier nehme ich mir die Freiheit, nicht, also wir haben für Finden und Einfügen, habe ich Ihnen den Code präsentiert, Codebeispiele, was Sie ja auch wieder wie immer im Vorlesungsmaterial in Moodle finden. Hier nehme ich mir die Freiheit, das jetzt nicht zu, hier Ihnen keine Implementation zu präsentieren. Es ist analog mit dem Runtergehen, wie bei Suchen und Einfügen. Es ist analog wie beim Löschen in linearen Listen, dass man eben ein Element vorher stehen bleibt und dann herumfiddelt mit dem Verweis
Und alles, was jetzt über lineare Listen hinausgeht noch, dass man den Wert überschreiben muss, das sollte eigentlich für Sie kein Problem sein. Gut, dann kommen wir zur letzten von uns betrachteten Operation auf binären Bäumen. Auch hier wieder werde ich jetzt kein Java-Code dazu bringen. Traverse, was heißt das? Das heißt, alle Elemente des Baumes einmal zu durchlaufen. Zwar nicht in beliebiger Reihenfolge, sondern in aufsteigend sortierter Reihenfolge. Das heißt, was am Ende in dieser Lösungsliste, in diesem Ergebnis hier herauskommen soll, sind die Schlüsselwerte in aufsteigender Reihenfolge 7, 11, 25, 28, 31, 39, 43, 54, 66, 69, 71, 76, 99. Sie sehen, ich bin die Schlüsselwerte, um sie aufsteigend durchzugehen, bin ich sie nach einer bestimmten Strukturlogik durchgegangen und genau so wird der Algorithmus durchgehen. Ich sollte eins dafür von vornherein sagen: Dieser Algorithmus wird gerne rekursiv implementiert, weil die rekursive Implementation sehr, sehr einfach ist. Aber ich möchte sie hier iterativ implementieren. Erstens, weil das sehr einsichtsreich ist, wie das aussieht, wenn man das iterativ implementiert. Und zweitens, weil iterative Implementationen sehr wichtig sind. Sie kennen aus Java das Konzept eines Iterators. Das heißt also, dass Sie ein Objekt haben, eben ein Iteratorobjekt, was über die Elemente einer Sequenz iteriert. Und das können Sie nur, wie der Name Iterator schon nahelegt, das können Sie nur bei einer iterativen Implementation mit Schleife realisieren, dass ein Iterator über die ganze Sequenz in aufsteigender Reihenfolge geht. Das können Sie nicht mit einer Rekursion hinkriegen. Jedenfalls nicht vernünftig. So, wie durchlaufen wir jetzt diese Elemente? Sie sehen hier, dass wir hier noch eine Datenstruktur haben. Dazu werde ich gleich mehr sagen. Wir haben hier die Ergebnisliste. Am Anfang des Algorithmus ist natürlich noch nichts hier in dieser Ergebnisliste gespeichert. Die ist noch leer. So, und wir fangen wie üblich ganz oben an. So, wenn wir in aufsteigender Reihenfolge die Elemente durchgehen wollen, dann müssen wir natürlich hier erstmal ganz weit nach links runtergehen und mit der 7 beginnen. Also, wir gehen runter. Ignorieren Sie für einen Moment, dass wir hier wieder verschiedene Laufindizes haben. Das ist auch angelehnt an die Implementation im Wiki. Also dort finden Sie genau dieselben beiden Laufpointer, LM und LM'. So, wir gehen eins runter. Wir gehen eins runter. Wir gehen eins runter. Und hier geht es jetzt links runter nicht mehr weiter. Also am Anfang sind wir runtergegangen, so weit wie möglich nach links. So, und Sie sehen, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, hier fangen wir an. Hier war irgendwas mit der 43, mit diesem Schlüsselwert. Das ist nur angedeutet hier. Das ist nicht wirklich die Implementation, dass hier die 43 steht, sondern hier steht ein Pointer auf diesen Baumknoten. Wir müssen auf den ganzen Baumknoten zugreifen und nicht einfach auf die 43. Die 43 hier drin steht genauso wie hier in diesen Knubbeln, nur stellvertretend für den ganzen Baumknoten. So, und komischerweise haben wir uns jetzt hier eine 0 noch dazu gemerkt. Also Sie sehen, wir haben hier eine Liste. Wir fügen jetzt an diese Liste ein weiteres Element an. Hier speichern wir uns diesen Baumknoten. Hier wieder dargestellt durch den Schlüsselwert, der da drin ist, die 25. Und auch wieder eine 0. Hängen die 11 ran und hängen jetzt die 7 ran. So, haben wir die ganzen Elemente
dran gehängt. Was wir jetzt hier drin haben, und das wird immer der Fall sein, ist, was wir hier drin haben, ist der Pfad von der Wurzel bis zu dem Element, wo wir gerade stehen. Also der Knoten mit der 43, mit der 25, mit der 11, mit der 7. Dieser Pfad, ja, als wir runtergegangen sind, haben wir immer, wir haben mit der Wurzel begonnen, haben wir immer ein Element mehr hier in diese Liste eingehängt, sodass wir immer den Pfad haben bis dahin, wo wir stehen. In einer Liste gespeichert. So, jetzt stellen wir fest, es geht nicht mehr nach links weiter. Jetzt schreiben wir die 7 rein. Wir stellen auch fest, es geht nicht nach rechts weiter. Also gehen wir 1 zurück. So, jetzt sind wir wieder auf der 11. Jetzt sind wir auf derselben Situation wie beim ersten Runtergehen. Erst die 43, die 25, dann die 11. Jetzt müssen wir aber aufpassen. Wir brauchen ein Gedächtnis. Der Algorithmus braucht ein Gedächtnis. Er muss wissen, in diesem Moment darf er nicht nochmal nach links runtergehen, weil links war er schon. Wir wollen ja nicht die Schlüsselwerte mehrfach drin haben. Wir wollen jeden Schlüsselwert genau einmal drin haben. Also, der Algorithmus muss jetzt irgendwie erkennen, dass er jetzt von der 11 aus nicht nach links schauen soll, sondern nach rechts schauen soll, wo jetzt in diesem Fall nichts ist, aber wir werden später natürlich Fälle sehen, wo dann doch was ist. Woran erkennt er das? Der Algorithmus erkennt das an dieser Zahl, die hier vorne ist. Nochmal zurück. Die hier waren das alles Nullen. Und die Logik oder die Semantik, die Bedeutung dieser Zahl ist die, das ist die Anzahl der von diesem Knoten aus weitergehenden Teilbäume, links oder rechts, die schon fertig abgehandelt sind. Das werden wir gleich nochmal genauer sehen, wenn der Algorithmus ein bisschen weitergegangen ist. Also hier geht er zurück. Ein Teilbaum ist fertig abgehandelt, nämlich der linke Teilbaum. Wir gehen ja immer zuerst nach links und dann nach rechts. Wenn ein Teilbaum fertig abgehandelt ist, muss das der linke sein. Und wenn ein Teilbaum fertig abgehandelt ist, ist der rechte noch nicht abgehandelt. Also guckt der Algorithmus von hier aus nach rechts weiter, da ist nichts weiter. Und in dem Moment hat er auch die 11 geschrieben. Wann er genau schreibt, das werden wir bei anderen Beispielen, bei anderen Schlüsselwerten nochmal genauer sehen können als bei der 11. Da werden wir es besser sehen können. Er hat die 11 geschrieben und nach rechts gucken ist jetzt ganz einfach gewesen, weil da nichts ist. Das heißt also, mit einmal gucken feststellen, dass hier 0 ist, stellt er fest, wird dieser Wert von 1 auf 2 erhöht und damit erkennt der Algorithmus in der nächsten Iteration, aha, beide Teilbäume sind durchlaufen. Sowohl der linke als auch der rechte Teilbaum. Und was macht der Algorithmus sinnvollerweise, wenn die 11, der Knoten mit 11 und alles, was links und rechts davon ist, wenn das alles durchlaufen ist? Na, dann ist dieser ganze Teilbaum, der an der 11 dranhängt, durchlaufen und dann gehen wir einen Schritt zurück. Wann immer hier eine 2 steht, beide Teilbäume durchlaufen sind, gehen wir einen Schritt zurück. Das Ganze können wir jetzt, denke ich, sinnvoll noch mal besser sehen, wenn wir uns jetzt die 25 ansehen. Das, was als nächstes passiert. Der Algorithmus geht jetzt einen Schritt zurück. Was heißt das, er geht einen Schritt zurück? Das heißt, er nimmt dieses Element von der Liste weg und kommt zu dem zurück. Hier ist es essentiell wichtig, dass, was hier nur angedeutet ist, dass hier nicht der Schlüsselwert eingespeichert ist, sondern der Baumknoten. Denn zurückgehen, wie kann er denn zurückgehen von dem Knoten zu dem Knoten? Kann er ja gar nicht. Es gibt nur einen Verweis von dem Knoten zu dem Knoten runter. Es gibt keinen Rückwärtsverweis. Und genau dafür speichern wir uns die Baumknoten hier drin, Verweise auf die Baumknoten. Zurückgehen heißt, letztes Element weg. Und der Verweis auf den Baumknoten, das ist der Verweis auf diesen Baumknoten, hier im jetzt letzten Element. So, jetzt sind wir in der Situation vorher,
Gerade eben, ups, was ist jetzt passiert? So, gerade eben waren wir noch hier, sind von links zurückgekommen zur 25. Von links hierher gekommen. Vorher stand hier eine 0. Und jedes Mal, wenn wir zurückkommen zu einem Knoten, setzen wir den Wert um 1 höher. Jetzt von 0 auf 1, und das ist auch richtig, denn wir haben einen Teilbaum, den linken Teilbaum von diesem 25er Baumknoten, haben wir fertig durchsucht. Und das ist auch der Moment, wo wir den Schlüsselwert einspeichern. Immer dann, wenn wir von links wieder hochkommen, von links. Das ist genau der Moment, wo wir den Schlüsselwert einspeichern. Denn links im linken Teilbaum ist alles, was kleiner gleich ist, diesem Schlüsselwert. Das ist in diesem Moment erledigt. Rechts im rechten Teilbaum ist alles, was größer gleich diesem Schlüsselwert ist. Das ist noch nicht begonnen. Das ist genau der Moment, wo wir diesen Schlüsselwert in die Liste tun sollten, damit die aufsteigende Sortierreihenfolge gewahrt bleibt. So, jetzt schreiben wir die 25 hinein. So. Der Algorithmus ist eigentlich, wenn man sich den anschaut, ganz einfach. Hier steht immer eine 0, eine 1 oder eine 2 drin an dieser Stelle, beim aktuellen Baumknoten. Also das letzte Element hier, aktueller Baumknoten. Eine 0 oder 1 oder 2. Das ist ganz automatisch. Das ist ein Automat, wie Sie ihn in anderen Lehrveranstaltungen kennengelernt haben. Wenn da eine 0 steht, dann geht es nach links weiter. Wenn da eine 1 steht, dann geht es nach rechts weiter. Und wenn eine 2 steht, geht es rückwärts nach oben. Das ist die Logik. Wenn da eine 0 steht, dann heißt es noch kein Teilbaum. Weder der linke noch der rechte Teilbaum wurde bisher betrachtet, wurde bisher durchlaufen. Und da wir immer zuerst nach links und dann nach rechts gehen, wegen der aufsteigenden Sortierreihenfolge, heißt es, wenn da 0 steht, wir müssen nach links gehen, um die kleineren Elemente erstmal aufzusammeln. Wenn eine 1 da drin steht, dann heißt es, ein Teilbaum ist durchlaufen, und zwar der linke, weil wir ja immer zuerst von links nach rechts gehen, weil wir immer erst links und dann rechts betrachten. Und das heißt dann eben, jetzt, wenn da eine 1 steht, jetzt den Wert in diesem Schlüsselwert, den Schlüsselwert aus diesem Knoten schreiben und dann nach rechts weitergehen. Und genau das passiert, wir gehen nach rechts weiter. Schreiben die 31 jetzt rein, natürlich wieder wie immer am Anfang mit einer 0, weil bisher noch keiner der beiden Teilbäume der 31 hier durchlaufen worden sind. 0 heißt nach links gehen. So, jetzt sind wir wieder an einem Blatt. Ich hatte das ein bisschen schnell bei der 7 gemacht, weil wir da das noch nicht so richtig verstanden haben. Aber jetzt haben wir das Rüstzeug, um zu verstehen, was bei einem Blatt passiert, was auch bei der 7 passiert ist und bei der 28 jetzt auch. Wir gucken zuerst nach links. Der linke Verweis ist 0, also das nach links gucken ist ganz schnell beendet. Wir stellen fest, da ist nichts mehr. Das einzige Ergebnis der ganzen Sache ist, dass wir an der 28 die 0 zu einer 1 erhöhen, um 1 erhöhen, immer um 1 erhöhen. So. Jetzt ist der Moment, wenn wir auf 1 erhöht haben, auch hier bei einem Blatt wieder der Moment, wo wir die 28 reinschreiben. Okay, bei einem Blatt wäre es fast egal, in welchem Moment wir die reinschreiben, weil es ja keine Konflikte geben kann mit dem, was links oder rechts dran hängt. Keine Verletzung der aufsteigenden Sortierung in der Liste. Aber wir gehen ganz nach Schema F, der Algorithmus geht ganz nach Schema F. Und dieses Schema F besagt eben, wenn hier die 0 auf eine 1 erhöht worden ist, dann wird das Element geschrieben. So. Und wenn hier eine 1 steht, dann geht es nach rechts weiter. Jetzt guckt der Algorithmus also nach rechts. Auch das ist wieder im Fall eines Blattes recht schnell erledigt. Da ist kein Teilbaum dran. Der Verweis ist 0. Also ist das Ergebnis einfach, dass die 1 zu einer 2 erhöht wird. Einfach um einen Zähler wieder erhöht. So, damit ist diese Iteration abgeschlossen. Also wir reden immer von einzelnen Iterationen des Algorithmus, wo wir entweder nach 1 nach links oder 1 nach rechts runtergehen oder 1 zurück. So, jetzt ist eine 2 hier, weil bei der 28 beide
Teilbäume hier trivialerweise behandelt worden sind. Und wenn hier eine 2 steht, ist das Signal, dass wir 1 zurückgehen. Das heißt wieder, wie immer, das oberste Element, diese 28, wird gelöscht. So, und hier steht, wie gesagt, der Verweis auf den Baumknoten drin, sodass wir wieder auf diesen Baumknoten zugreifen können. So, und hier geht es weiter. Die 31, hier steht eine 1, weil wir ja gerade eben von der 28 hochgekommen sind. Ja, vorher stand hier eine 0, weil wir ja uns gerade noch im linken Teilbaum getummelt haben. Also keiner der beiden Teilbäume bisher erledigt. Jetzt steht hier eine 1, weil wir von links hochgekommen sind, wurde aus der 0 eine 1. 1 bedeutet, wie immer, die 31 wird reingesetzt und es geht nach rechts weiter mit der 39 hier, auch wieder mit 0. Auch hier wieder, weil es ein Blatt ist, geht das können wir jetzt vielleicht ein bisschen abkürzen, das ist immer dasselbe. Nach links gucken, 39 reinschreiben, nach rechts gucken und zurück. Genau nach demselben Schema, das wir uns im Detail bei der 28 eben angeschaut hatten. So, vorher stand hier bei der 31 eine 1, jetzt steht hier eine 2, was auch passt. Wir sind von rechts hochgekommen und 2 bedeutet, wir gehen wieder 1 hoch. Hier stand vorher eine 1, jetzt steht wieder eine 2, auch das passt wieder. Wir sind von rechts hochgekommen, passt alles zusammen, also geht es wieder 1 weiter. So, 43, vorher hatten wir eine 0, weil der ganze linke Teilbaum noch nicht beendet war. Jetzt kommen wir von links hoch. Und der Zähler wird wieder um 1 hochgesetzt, also von 0 auf 1. Das ist der Moment, wo die 43 reingeschrieben wird. Von links hochgekommen heißt, alles, was kleiner gleich ist, ist erledigt. Alles, was größer gleich ist, ist noch gar nicht angefasst. Also genau der Moment, wo das Element hier in der Mitte reingeschrieben werden sollte. So, jetzt steht hier wieder eine 1. Das heißt, es geht nach rechts weiter. Es steht eine 0. Wir initialisieren natürlich immer mit 0, also geht es nach links weiter. Hier ist es wieder so, nach links ist es alle, geht das alles ganz schnell. Das heißt also, wir haben ganz schnell erledigt, das, was hier links ist, nämlich nichts. Das heißt, es geht von 0 auf 1 und die 54 wird reingeschrieben. Und weil hier eine 1 steht, geht es weiter nach rechts. Und jetzt dasselbe Schema wie bei den anderen Blättern auch. Nach links gucken, schreiben, nach rechts gucken und zurück. Hier steht wieder eine 2, wir sind von rechts gekommen, also zurück. Hier steht jetzt eine 1, weil wir von links gekommen sind, also nach rechts weiter, runter, runter, wieder ein Blatt, dasselbe Schema, nach links gucken, schreiben, nach rechts gucken, zurück. Eine 1, also nach rechts gucken, so die 99, wieder ein Blatt, dasselbe Schema, nach links gucken, nach rechts gucken, zwischendurch schreiben und zurück. Und hier sehen Sie, hier steht immer eine 2, weil wir jetzt immer von rechts gucken, von rechts zurückkommen. Hier steht eine 2, hier steht eine 2. Und das ist die Abbruchbedingung, was Sie jetzt hier sehen. Eine sinnvolle Abbruchbedingung, nicht? Wenn wir zur Wurzel zurückkommen, wenn wir auf der Wurzel stehen und hier steht der Wert 2, dann heißt das, wir haben beide Teilbäume erledigt von der Wurzel und zwischen den beiden Teilbäumen haben wir natürlich immer die Wurzel selber erledigt, weil wir das immer dann machen, wenn wir von links hochgekommen sind, bevor wir nach rechts runtergehen. Also haben wir den ganzen Baum erledigt und damit ist es korrekt, dass wir an dieser Stelle den Algorithmus abbrechen. Wir haben alle Elemente in unserer Liste zusammengesammelt, in aufsteigender Reihenfolge. So, jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal an ein paar Stellen genauer an. Ist das hier ein vernünftiges Beispiel? Ja, vielleicht. Also, wir haben jetzt, ohne dass wir das offiziell gesagt haben, haben wir schon intensiv mit der Invariante herumhantiert. Ja? Ich habe immer wieder die wesentlichen Invarianten genannt, um Sie davon zu überzeugen, dass das Ganze so seine Richtigkeit hat. Oder um Ihnen erstmal zu erklären, wie der Algorithmus funktioniert und um Sie davon zu überzeugen, dass das so seine Richtigkeit hat. So,
Sie haben als Invariante immer in dieser Datenstruktur groß S erstmal den Pfad gespeichert, wo Sie gerade sind. Das ist hier in diesen Klammern in jeder Zeile angedeutet durch den Schlüsselwert jeweils. Aber wie gesagt, was Sie wirklich speichern, dahinter sind die Verweise auf die jeweiligen Baumknoten, in denen diese Schlüsselwerte drin sind, damit Sie eben beim Rückwärtsgehen auf diesen Baumknoten wieder kommen können. So, das ist ein wesentlicher Teil der Invariante, dass Sie hier in dieser Liste diesen Pfad gespeichert haben. Und der zweite wesentliche Teil der Invariante ist, dass hier diese Zahlen die richtige Bedeutung haben, die ich immer wieder hier beim Durchlauf betont habe, nämlich eine 0 bedeutet, noch keiner der beiden Teilräume wurde vollständig, Betonung liegt auf vollständig, noch keiner der beiden Teilbäume, die an diesem Knoten links und rechts dranhängen, wurde vollständig bearbeitet, durchgelaufen. Ja, Sie sehen hier bei der 0, wir sind zwar hier bei der 76 jetzt hier im linken Teilbaum drin, aber er ist eben noch nicht vollständig, in diesem Schnappschuss hier noch nicht vollständig abgearbeitet. 1 bedeutet, dass einer der beiden Teilbäume, die an diesem Knoten dranhängen, vollständig abgearbeitet ist. Hier nehmen wir die 43. Dieser linke Teilbaum wurde vollständig abgearbeitet. Es ist immer der linke Teilbaum, das ist auch der Teil der Invariante. Und der andere noch nicht. Und eine 2 bedeutet eben, dass beide Teilbäume, links und rechts, die an diesem Knoten dranhängen, vollständig abgearbeitet sind, sodass wir wissen, dass es jetzt als nächstes nach hoch gehen kann. Also es ist wieder dasselbe. Die Invariante ist nichts anderes als eine Beschreibung des Schnappschusses. Das, was Sie da sehen, was in den einzelnen Datenstrukturen drin ist. Ich habe noch einen Teil der Invariante vergessen, nämlich was hier drin steht. Hier drin steht immer die Menge sämtlicher Schlüsselwerte, die davor liegen, die bis dahin, bis zur 71 da sind. Ja, egal zu welchem Schnappschuss Sie kommen, es sind immer alle Werte bis zu dem aktuellen, die in aufsteigender Sortierung, die in diesem Baum vorhanden sind. Ja, das ist wichtig, denn dieser letzte Teil der Invariante, der sich beinahe von selbst versteht, aus dem folgt am Ende die Korrektheit. In jedem Schnappschuss ist das, was da in der linearen Liste drin steht, in aufsteigender Sortierung alles, was wir durchlaufen haben. Und am Ende, ganz am Ende, wenn wir zurück sind, bedeutet das, im allerletzten Schnappschuss, nach der letzten Iteration, im allerletzten Schnappschuss heißt das, wir haben alles durchlaufen. Und weil wir alles durchlaufen haben und in der Liste alles, was wir durchlaufen haben, in aufsteigender Liste, Sortierung drin ist, beides zusammen ergibt die Korrektheit des Ergebnisses. Die Liste enthält alle Elemente in aufsteigender Sortierung. Die Invariante geht sofort, ohne weitere logische Verrenkungen, über in die Aussage, das Ergebnis ist korrekt. Und diese Invariante können wir auch wieder mit vollständiger Induktion einsehen. Gehen wir zurück, hier fangen wir an. Noch weiter zurück, ganz am Anfang, hier. Das ist der Induktionsanfang, was Sie hier sehen. Vor der ersten Iteration, Initialisierung, die Liste enthält die Wurzel mit der 0. Das ist korrekter Beginn des Durchlaufs. Und der Induktionsschritt, dass alles immer richtig funktioniert, naja, wenn wir irgendwo sind, und wir gehen eins voran,
eins vorwärts, nach links oder nach rechts, dann stimmt das mit dem Pfad natürlich. Wenn wir zurücklaufen, stimmt so von hier nach hier, stimmt es auch mit dem Pfad. Ja? Wir haben diese Liste genauso organisiert, wenn wir eins vorwärts gehen, wird dieser Knoten an die Liste angehängt. Wenn wir eins rückwärts gehen, wird dieses letzte angehängte Element, das letzte, was noch drin ist, wieder weggenommen. Das heißt, dass das immer der Pfad ist, stimmt. Und wir haben immer, dadurch, dass wir immer jedes Mal, wenn wir zurückgehen, um 1 addieren, 1 drauf addieren auf diesen Wert, haben wir dafür gesorgt, dass die Semantik, die Bedeutung dieser Zahlen immer stimmt. Und dadurch, dass wir die Werte immer in dem Moment reinschreiben, wenn wir von links hochgehen, haben wir dafür gesorgt auch, dass erstens mal, dass alle Elemente, die wir durchlaufen, auch wirklich genau einmal reinkommen, nämlich genau in dem einen Moment, wenn wir von links zu diesem Knoten zurückkommen. Genau einmal. Wir kommen zu jedem Element einmal zurück, genau einmal zurück, von links. Wir kommen genau einmal von links zurück, natürlich auch einmal von rechts, aber wir kommen genau einmal von links zurück und genau in diesem Moment schreiben wir dieses Element rein. Das heißt, dieses Element ist genau einmal drin und dadurch, dass wir genau den richtigen Moment abgepasst haben, ergibt sich, dass auch dieses Element, dass dieser Teil der Invariante fortgeführt wird, Induktionsschritt, nämlich die Elemente in der Liste sind in aufsteigender Sortierung. Ja, vollständige Induktion kann etwas wunderbar Anschauliches sein. Okay, dafür muss natürlich auch das Thema selbst so anschaulich sein wie in diesem Beispiel. Aber da kann man mal, das kann man, ein so anschauliches Thema kann man mal nutzen, um auch vollständige Induktion versuchen, anschaulich zu machen. So, jetzt noch ein Wort zu dieser Liste, was ein bisschen über das Thema binäre Bäume hinausgeht. Nehmen wir mal ein etwas größeres Beispiel. So. Das Groß S steht für Stack oder Stapel. Das ist etwas, ein Konzept, was man zum Beispiel als lineare Liste implementieren kann. Es ist schlicht und einfach eine lineare Liste oder eine andere Implementation, eine andere vergleichbare Implementation, wo sie immer nur an einem Ende der Liste einfügen und löschen. Genau das machen wir hier. Wir fügen unten ein, also ich habe die Liste von oben nach unten gezeichnet, hier offensichtlich. Wir fügen immer unten ein neues Element ein und nehmen nur unten ein Element weg. Wenn Sie das als lineare Liste implementieren, bietet es sich an, dass unten der Listenkopf ist. Dann fügen Sie einfach am Listenkopf an, neues Element. Müssen nicht durch die ganze Liste durchlaufen, um etwa am Ende was einzufügen, sondern einfach am Anfang einfügen und fertig. Beziehungsweise, wenn Sie ein Element löschen wollen, wissen Sie, welches Sie löschen wollen, nämlich das Element am List den Listenkopf mit einem Umbiegen eines Pointers und fertig ist. In konstanter Laufzeit jeweils, weil Sie ja nicht durch die Liste durchlaufen müssen, wenn Sie einen solchen Stack, also Stack hat die Zugriffsmöglichkeit, Lesen des ersten Elements, Einfügen eines neuen Elements ganz am Anfang und Löschen des ersten Elements. Mehr brauchen wir an Funktionalität hier nicht. Und jede einzelne dieser Operationen hat konstanten Aufwand, wenn Sie das wirklich so implementieren, dass hier dieses unterste Element in Ihrer linearen Liste immer das erste Element ist. Also erstes Listenelement, zweites, drittes, viertes. So, das ist durch iterativer Durchlauf durch einen binären Suchbaum. Haben Sie an dieser Stelle spontan Fragen dazu, zu diesem Konzept? Also nutzen Sie die Möglichkeit, das, was ich jetzt hier gesagt habe, nochmal, versuchen Sie sich anhand dessen auch nochmal zu vergegenwärtigen, wie das mit der Invariante ist. Halt, einen wichtigen Punkt habe ich vergessen, die Variante. Die ist in diesem Fall sehr interessant. In den bisherigen Fällen von Algorithmen haben wir immer meistens eine sehr einfache Variante gehabt. Wir haben in den allermeisten Fällen nur als Variante gehabt, unser Laufindex geht eins weiter, oder unser Laufzeiger geht ein Listenelement weiter. Das war die Mehrzahl der Fälle so. Dann hatten wir an zwei Stellen zumindest eine etwas kompliziertere Variante. Einmal bei der Methode Merge,
zum Verschmelzen zweier sortierten Listen in eine sortierte Liste beim Algorithmus Merge Sort. Da hatten wir zwei Laufindizes und die Variante war, dass mindestens, also dass keiner der beiden Laufindizes jemals kleiner wird, aber mindestens einer der beiden wird größer, sodass dann eben die Summe irgendwann so groß geworden ist, sodass wir sicher sein können, die Abbruchbedingung wird irgendwann erfüllt, dass alle Elemente in beiden Listen mal durchgelaufen worden sind. Wir hatten es noch ein bisschen komplizierter sogar, noch bei einem anderen Beispiel, nämlich Pivot-Partitioning bei Scanning im Rahmen von Quicksort in Place. Da erinnern Sie sich, da hatten wir drei Indizes. Und was wir dort als Variante haben, ist, in jeder Iteration wird mindestens einer dieser drei Indizes um mindestens einen Wert, um mindestens einen Zähler hochgesetzt. Sodass wir auch da sicher sein konnten, irgendwann sind alle drei Indizes heimgelaufen. Und wenn alle drei Indizes heimgelaufen sind, ist der Algorithmus zu Ende. Hier ist die Situation zum ersten Mal wesentlich komplizierter, die Variante. Aber sehr einsichtsreich, denke ich. Wie kann man das fassen, was sich von Mal zu Mal ändert, sodass wir wissen können, nach endlich vielen Schritten ist der Algorithmus zu Ende? Das, was die Kontrolle ausübt, dass der Algorithmus irgendwann zu Ende geht, das sind diese Ziffer, diese Zahlen 0, 1, 2 hier vorne. Ja, diese Zahlen, die nur die Werte 0, 1 und 2 annehmen können, nämlich wie viele Teilbäume des jeweiligen Knotens bisher durchlaufen worden sind. Wenn wir uns das mal durchgehen, die verschiedenen Fälle, so hier beginnt das Ganze, dann können Sie folgende Variante verifizieren, Schritt für Schritt durchgehen und sehen, dass das stimmt. Nämlich, Sie können das auffassen, nehmen wir mal hier ein schönes Beispiel, irgendwo mittendrin. So. Ja, hier vielleicht. Zack. Ja, hier. So. Fangen wir mal hier an. Wir haben jetzt hier die 0, 1, 0. Ja, von oben nach unten gerechnet. 0, 1, 0. Das fasse ich als einen String auf über dem Alphabet 0, 1, 2. Das ist der String 0, 1, 0. Das ist der String 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 2. 0, 1, 1. So, jetzt muss ich das mal mir merken. Warte mal, wo haben wir angefangen? Hier. Warten Sie mal, ich muss es mir mal ganz schnell hier merken. Wie mache ich das? 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Ich glaube, ich kann es mir merken. Korrigieren Sie mich bitte, wenn ich was falsch sage. So, jetzt eine neue Seite. So, der erste String war 0, 1, 0. Dann 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 2. Und es geht zurück, 0, 1, 1. Was Sie hier sehen, das sind die Strings, die eben da drin waren. Und mein Gedächtnis wurde dadurch unterstützt, dass ich weiß, was die Variante ist, nämlich, dass, wenn Sie jeweils zwei untereinander betrachten, dann wächst dieser String lexikografisch. 010 ist ein Präfix von 0100. 0100 ist kleiner als 0101. In den ersten drei Zeichen unterscheiden sich die beiden Strings nicht, aber im letzten unterscheiden sich, die 0 ist kleiner als die 1. Hier genau dasselbe, 0101 ist kleiner als 0102.
die beiden Zeichen, die ersten drei Zeichen unterscheiden sich nicht. Nur das hier neben unterscheiden sie sich. Und hier, wenn die 2 weggenommen wird, wird aus der 0 eine 1. Das heißt also, die ersten zwei Zeichen unterscheiden sich nicht. Ups. Aha. Ist interessant. Hier auf dem Blatt. Ah, jetzt hat er mich wieder gefunden. Okay. Die ersten zwei Zeichen unterscheiden sich nicht. Im dritten Zeichen unterscheiden sich die beiden und die 0 ist kleiner als die 1. Und das ist die Logik von lexikografischer Sortierung. Das erste Zeichen, bei dem sie sich unterscheiden, das entscheidet. Die 0 ist kleiner als die 1, also ist dieser String hier dem String vorgeordnet. Und wenn Sie sich das mal angucken, das können wir jetzt nochmal am Beispiel vielleicht durchgehen. Nochmal ganz zu Anfang. So. Erster String, hier ist eine 0. Einfach der String mit dem einen Zeichen 0. Wir erweitern. Damit kann es natürlich nur lexikografisch größer werden, weil der vorhergehende String ein Präfix von dem jetzigen ist. Erweitern, also Präfix, stimmt, stimmt. Aus der 0 wird eine 1, aus der 1 wird eine 2. Und wenn eine 2 da steht, dann geht es zurück und hier steht stattdessen eine 1. Es ist immer dasselbe Schema. Es geht immer weiter, eine 2 in diesem Fall. Und wenn hier eine 2 steht und es zurückgeht, dann erhöht sich dieser Wert um 1 und damit ist die lexikografische Reihenfolge wieder erfüllt. Ja, in jedem der Fälle, die vorkommen können, ist die lexikografische Reihenfolge erfüllt. Wir haben nur 3 Fälle. Entweder ein neues Element nach links oder nach rechts einfügen, wegen Präfixeigenschaft ist damit die lexikografische Reihenfolge erfüllt. Der neue String ist lexikografisch größer als der vorhergehende. Wenn wir von links nach rechts gehen, dann wird hier aus der 0 eine 1 und damit ist die lexikografische Reihenfolge erfüllt. Und wenn wir zurückgehen, vielleicht nochmal eine andere Situation hier, wenn wir 1 zurückgehen, dann wird hier davor der Wert um 1 erhöht und damit bleibt die lexikografische Reihenfolge erfüllt. Ja? Es ist nicht nur eine Eigenschaft dieses Beispiels. Ich habe nicht das Beispiel einfach so gewählt, damit ich Ihnen da irgendwas erzählen kann, was gar nicht allgemein stimmt, sondern es stimmt allgemein, weil wir haben das eben gesagt, für die 3 Fälle, die vorkommen können, das sind die 3 Fälle, die ganz allgemein bei jedem Beispiel vorkommen können. Absteigen, von 0 auf 1 setzen oder von 1 auf 2 setzen und zurückgehen. In jedem dieser 3 Fälle wird dieser String hier, was jetzt in diesem Schnappschuss die 011 ist, um 1 erhöht. So, da in jedem Schritt der String echt lexikografisch größer wird, ist es völlig unmöglich, dass wir zweimal denselben String durchlaufen. Das heißt, nach endlich vielen Schritten haben wir alle Strings mal durchlaufen, nach endlich vielen Schritten. Das ist ja der Sinn der Variante, zu beweisen, dass nach endlich vielen Schritten die Abbruchbedingung erfüllt ist. Wir können nicht in eine Endlosschleife kommen, weil keiner dieser, so kann man das vielleicht formulieren, wir können nicht in eine Endlosschleife kommen, weil keiner dieser Strings mehr als einmal vorkommt. Und es kann keiner dieser Strings mehr als einmal vorkommen, weil in jeder Iteration dieser Strings echt lexikografisch größer wird. Das ist die Logik dahinter. Gut, damit sind wir mit binärer Suche endgültig soweit durch. Gibt es da spontan noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen? Gut, wenn das nicht der Fall ist, dann kommen wir zur nächsten Steigerung der ganzen Sache. Es gibt ja überhaupt keinen Grund, jetzt bei 2 Nachfolgern stehen zu bleiben. Wir können auch beliebig viele Nachfolger für einen Baumknoten haben. Wir müssen nur gucken, was das dann eigentlich konkret bedeutet. Ich möchte aber vorab schon mal eins sagen, hoffentlich motivierend.
Das Ganze wird darauf hinauslaufen, dieses Mal und vor allem nächstes Mal, dass wir uns die Datenstruktur anschauen, die in jedem Datenbanksystem der Welt und in jedem vergleichbaren System der Welt die Rückgratstruktur ist, sogenannte B-Bäume. Darauf wird das Ganze hinauslaufen. Also keine Spielerei, sondern wirklich etwas, womit Sie täglich zu tun haben, ohne es zu merken. So, was haben wir hier? Also das wäre der binäre Fall und so angedeutet, spricht nichts dagegen, anstelle von zwei Nachfolgern jetzt beliebig viele Nachfolger zu haben. Wie könnte das aussehen? Weil irgendwas muss mit den Schlüsselwerten passieren. Ja? Hier haben wir einen Schlüsselwert bisher drin gehabt und alles, was links ist, ist eben kleiner gleich und alles, was rechts ist, ist eben größer gleich. Aber hier sieht das mit dem Schlüsselwert irgendwie komisch aus. Ja? Alles, was links ist, ist da drin, alles, was rechts ist da drin und was ist in den anderen Nachfolgern? Worauf das hinauslaufen muss, ist, dass ein Baumknoten mehrere Schlüsselwerte hat und genau einen Nachfolger mehr. Also wenn ein Baumknoten vier Schlüsselwerte hat, so wie hier, diese vier, die ich da oben mal als Beispiel genommen habe, dass sie, wie angedeutet durch diese fünf Pfeile, dass es genau einen Nachfolger mehr gibt. Potenziell. Also einen reservierten Nachfolgerverweis. Das kann natürlich auch leer sein, theoretisch, aber mindestens diese fünf Verweise muss es geben, wenn wir vier Schlüsselwerte drin haben. Was steht jetzt in den Nachfolgern jeweils drin? In dem ersten Nachfolger steht, wie bei binären Bäumen vergleichbar, da stehen alle Schlüsselwerte drin, kleiner gleich 357. Hier in dem rechtesten stehen alle Schlüsselwerte drin, größer gleich der 5621. Und was dazwischen in diesen drei anderen Werten steht, das habe ich beispielhaft bei dem hierher genommen. Hier stehen alle Schlüsselwerte drin, die momentan gespeichert sind, die zwischen 4095 und 5621 liegen. Also diese vier Schlüsselwerte partitionieren die Nachfolgerschlüsselwerte hier. Hier alles, was zwischen 357 und 1229 liegt. Hier alles, was zwischen 1229 und 4095 liegt. Hier alles, was zwischen 4095 und 5621 liegt. Und die beiden äußeren, eben alles, was kleiner gleich 357 ist und hier alles, was größer gleich 5621 ist. Geht genau auf. Geht genau so auf wie bei binären Bäumen. Ein Schlüsselwert, zwei Nachfolger. Vier Schlüsselwerte, fünf Nachfolger. 3856 Schlüsselwerte, 3857 Nachfolger. Wir machen aber hier die Einschränkung im Weiteren. Natürlich können wir auch beim Vielwegbaum erlauben, dass Nachfolger leer sind. Aber das werden wir nicht so handhaben, sondern wir werden wirklich als Regel haben, so wie das hier dargestellt ist, die Anzahl der nicht leeren Nachfolger ist genau eins mehr als die Anzahl der Knoten, der Schlüsselwerte hier oben im Knoten. So. Hier nochmal, was ich eben gesagt hatte an dem Beispiel, hier das ist natürlich nicht nur ein Nachfolgeknoten von derselben Art, wo wieder mehrere Schlüsselwerte drin sind, sondern an diesem Nachfolgeknoten kann natürlich eine ganze Baumstruktur wieder wie bei binären Bäumen hängen. Genauso hier, genauso hier, genauso hier, genauso hier. Es ist nur gesagt, also es kann beliebig komplexe Strukturen jetzt hier dranhängen, was ich hier nur angedeutet habe, durch die Schlüsselwertbereiche. Die einzige Forderung ist, in Erweiterung der Suchbaumeigenschaft für binäre Bäume, hier die Suchbaumeigenschaft für Vielwegbäume, dass wir immer wissen, wenn wir ein Element suchen, wenn wir zum Beispiel ein Element X suchen, was zwischen 1229 und 4095 sind, und wir sind runtergelaufen bis zu diesem Knoten, dann wissen wir, welchen Nachfolger wir als nächstes nehmen müssen, nämlich den da.
Das ist ja das, was wir brauchen. Wir müssen das so organisieren, dass wir an jedem Knoten wissen, wenn wir hinabsteigen zu irgendeiner Stelle, dass wir immer wissen, welchen der Nachfolger wir jetzt nehmen sollen. Und das ist durch diese Organisation gewährleistet. So, jetzt ein begriffliches Konzept dazu. Der Range oder der Bereich. Das ist im Prinzip das, was ich jetzt eben hier angedeutet habe, nur noch mal etwas begrifflich schärfer gefasst. Jeder Baumknoten in so einem Vielwegbaum, auch in einem binären Baum, hat einen Range, hat einen Bereich. Zum Beispiel, der Baumknoten, der unmittelbar hier dran hängt, hat den Bereich 1229 bis 4095. Das bedeutet, nur Schlüsselwerte aus diesem Bereich dürfen hier in diesem Knoten und in seinen Nachfolgern drin sein. Genauso hier, in diesem Baumknoten, der hier unmittelbar dran hängt, der hat Bereich 357 bis 1229. Nur Schlüsselwerte im Intervall 357 bis 1229 dürfen in diesem Baumknoten drin sein oder in seinen Nachfolgern. Und hier bin ich davon ausgegangen, dieser Knoten ist vielleicht nicht die Wurzel. Das ist ein Knoten, der irgendwo schon auf einer gewissen Tiefe in einer größeren Baumstruktur drin ist, der schon durch die höheren Baumknoten in seinem Bereich eingeschränkt worden ist, vielleicht auf so einen Bereich. Und das bedeutet, wenn dieser Baumknoten schon durch seine Vorgänger eingeschränkt ist auf den Bereich 321 bis 5701, dann heißt das, dass dieser Nachfolger in diesem Knoten und sein Nachfolger nur Werte zwischen 321 und 357 sein können, weil kleiner als 321, diese Werte sind in ganz anderen Teilen des Baumes. Und genauso hier, in diesem unmittelbaren Nachfolger und seinen Nachfolgern, dürfen nur Werte von 5621 sein, größer gleich 5621, bis zu dem Bereich dieses Knotens 5701, weil alle Schlüsselwerte, die größer als 5701 sind, in ganz anderen Teilen des Baumes sind. Hier vielleicht nochmal an binären Bäumen das Beispiel. Hoffentlich macht das die Sache nochmal klarer. Wenn Sie keine Einschränkungen haben im Datentyp, wenn Sie sagen, in meinem binären Baum oder in meinem Vielwegbaum können also in diesem Fall nicht negative Int-Werte von beliebiger Größe drin stehen. Ja, das ist die Einschränkung hier. In meinem binären Baum dürfen keine negativen Int-Werte drin sein, sondern nur von 0 bis eben integer.maxValue. Dann ist der Bereich der Wurzel eben genau das. Alles, was erlaubt ist an Werten, ist entweder als Schlüsselwert der Wurzel oder in den Nachfolgern der Wurzel erlaubt. So, wenn hier zufällig, so habe ich das Beispiel gerade gewählt, dass die 461 da drin steht, fragen Sie mich, also die 461 hat natürlich keine Bedeutung, ist einfach nur irgendwie durch wildes Herumgetippe entstanden. Wenn hier die 461 drin steht, dann ist dieser Bereich hier für diesen Knoten schon eingeschränkt auf 0 von hier oben, vom Gesamtbereich 0 bis 461. Und genauso ist dieser Bereich hier eingeschränkt auf 461 bis zur Einschränkung des oberen Bereichs. Und das Ganze setzt sich fort. Zum Beispiel für diesen Knoten ist der Bereich eingeschränkt einerseits durch die 257, muss größer gleich der 257 sein. Aber der Bereich hier war schon eingeschränkt auf 0 bis 461. Das heißt also hier für diesen Knoten und für eventuelle Nachfolger, die nicht mehr eingezeichnet sind, ist der einzig mögliche Bereich von Schlüsselwerten noch die 257 bis zur 461, auf die dieser Bereich eingeschränkt ist. Ja? Schrittweise, wenn Sie sich einen Pfad so ansehen, von diesem Knoten zu diesem Knoten zu diesem Knoten, wird schrittweise immer das Intervall aller möglichen Schlüsselwerte eingeschränkt, eben durch die Werte, die hier drin stehen. Durch die 461 wird das eingeschränkt, dass hier nur noch bis 461 stehen darf. Und durch die 257 wird zusätzlich eingeschränkt, dass hier nur noch Werte 257 bis 461 stehen dürfen.
Genauso spiegelsymmetrisch hier, durch die 400, hier ist schon eingeschränkt auf 461 bis, also geht auch hier nur 461 bis und durch die 693 ist nochmal eingeschränkt, dass es nur bis 693 gehen kann. Und hier draußen haben wir eben die Einschränkung, alles kleiner gleich 257, aber nur größer gleich 0. Und hier die Einschränkung, alles größer gleich 693, aber natürlich von vornherein nur kleiner gleich Max Value. Also ein sehr einfaches, nachvollziehbares Konzept. Der Bereich eines Knotens sind die Werte, die potenziell da drin stehen können. Und das gibt einem die Möglichkeit, zum Beispiel auch die Invarianten sehr präzise zu formulieren. Wenn Sie absteigen, um ein Element zu finden oder eine Stelle zu finden, wo Sie ein Element neu einfügen wollen, dann ist die Invariante einfach die, der Wert, den Sie suchen, ist im Bereich des Knotens, auf dem Sie gerade stehen. Und diese Invariante wird durchgehalten, dadurch, dass Sie immer nach links oder nach rechts gucken, je nachdem, ob der Wert, den Sie suchen, kleiner gleich oder größer gleich ist. So, das ist das Konzeptionelle. Wie implementieren wir das Ganze? Das Ganze zielt, wie gesagt, auf eine bestimmte Art von Vielwegbäume ab, die sogenannten B-Bäume oder Bayer-Bäume, benannt nach ihrem Schöpfer. Und in dieser Zielsetzung, wenn wir da hingehen wollen zu den B-Bäumen, dann interessiert uns nicht die Möglichkeit, dass wir jetzt beliebig viele Nachfolger an einem Knoten dranhängen. Ja, könnte man machen. Man könnte eine Liste von Nachfolgern drin haben, die beliebig lang sein kann. Sodass wir also nicht vorgeben, wie viel Nachfolger ein Knoten haben kann, sondern je nachdem, wie das mit dem Einfügen weiterläuft, können da unkontrolliert eine Milliarde Nachfolger an einem Knoten dranhängen. Eben entsprechend die Liste der Nachfolger so lang. Interessiert uns hier aber nicht diese Situation. Uns interessiert die Situation, dass wir von vornherein sagen, die Schlüsselwerte in einem Knoten und die Nachfolger in einem Knoten sind von vornherein fest beschränkt. Für dieses Objekt einer Vielwegsuchbaumdatenstruktur, für dieses Objekt legen wir fest, da reservieren wir Platz für 8 Schlüsselwerte und für 9 Nachfolger. Wir reservieren Platz für 8 Schlüsselwerte und für 9 Nachfolger. Immer die Logik, die Anzahl der Nachfolger, also Nachfolger heißt natürlich immer Verweise auf die Nachfolger, deshalb hier ein P wie Pointer. Ja, immer nach der Logik, die Anzahl der Nachfolger ist 1 mehr als die Anzahl der Schlüsselwerte, die in diesem Baumknoten gespeichert sind. Aber es wird nicht vernünftig funktionieren, dass wir sagen, es müssen immer alle 8 Schlüsselwerte belegt sein. Immer alle 8 Slots für Schlüsselwerte müssen belegt sein, sondern wir werden, das kennen wir von der ArrayList, wir werden immer nur eine gewisse Anzahl von Schlüsselwerten belegen. Es kann sein, zum Beispiel in einer konkreten Situation, dass nur 5 Schlüsselwerte und 6 Nachfolger hier drin gespeichert sind. Das bedeutet, dass die ersten 5 Werte belegt sind hier und die ersten 6 Werte belegt sind hier und das N enthält die Zahl 5. Das können wir nochmal vielleicht zeichnerisch machen. Wie man sich das vorstellen kann, damit das deutlich wird. So, wieder eine neue Seite. Hat er mich? So, ich zeichne hier oben nochmal das auf. So, hier ist ein Schlüsselwert K1, K2, K3, K4, K5. Reicht der Platz? K6, K7, oh, ich habe das ein bisschen groß gezeichnet. Ich muss es hier ein bisschen
verkürzen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und hier kommt noch das N hinzu. Hier steht eine 5 dementsprechend. Hier stehen P1, P2, P3, P4, P5, P6. So habe ich die nummeriert, oder? Mal kurz gucken. Ja, so habe ich die nummeriert. Und hier steht nichts drin. Hier steht nichts drin. Da steht vielleicht irgendwas drin, aber das wird ignoriert. Ja, durch die 5 wird gesagt, die ersten 5 Schlüsselwerte sind signifikant. Da steht etwas Sinnvolles drin. Und in den restlichen 3 ist entweder 0 drin, wenn wir immer alles auf 0 initialisieren, wenn wir wieder was löschen, oder steht halt Müll drin, der jedes Mal, wenn wir hier einen Schlüsselwert neu einfügen, dann entsprechend überschrieben wird. Und das sind die 6 Nachfolger, das sind signifikante Werte. Und die restlichen 3, da steht auch wieder Müll drin oder 0 oder so etwas. Und das Ganze kann man sich dann wieder in Baumstruktur, Das Ganze kann man sich dann wieder in Baumstruktur vorstellen. Wir haben den einen Baum, K1, K2, K3, K4, die 5 Schlüsselwerte. Ah ja, natürlich gehört es zur Invariante, dass die Schlüsselwerte in aufsteigender Reihenfolge sortiert sind. Sonst machen wir uns das Leben unnötig schwer. So, und Sie müssen sich das Bild, was wir eben hatten, mit den angedeuteten Nachfolgern dann so vorstellen, dass das so aussieht. Hierauf verweist P1, P2, P3, P4, P5, P6. Warum ist dieses P nicht richtig gezeichnet? Na, was ist denn das? So, jetzt. So, und jetzt geht es auch ganz einfach. Wenn ein Wert zum Beispiel, nehme ich nur als Beispiel, wenn ein Schlüsselwert, den wir suchen, zwischen K2 und K3 liegt, nur als Beispiel, dann geht es weiter mit zwischen K1, K2, K3, 1, 2, 3, 4, hier mit P3. Oder wenn der Schlüsselwert kleiner K1 ist, geht es entsprechend weiter mit P1 und so weiter. Ja? Sie können unmittelbar, also diese Datenstruktur ist sehr gut geeignet, wenn wir uns festlegen darauf, dass wir sagen, es gibt eine Obergrenze für die Anzahl der Schlüsselwerte in jedem Baumknoten. Ja, wenn ich 2 verschiedene Objekte dieser Baumklasse einrichte, können die auch unterschiedliche Größen haben, aber für ein Objekt der gesamten Baumstruktur lege ich fest, es gibt eine Oberschranke und jeder einzelne Knoten in dieser Baumstruktur darf nur so viele Schlüsselwerte haben, wie diese Oberschranke sagt. Dann ist das eine adäquate Datenstruktur. Sie haben hier, letztendlich läuft das darauf hinaus, Sie haben hier ein Array von Schlüsselwerten, ein Array mit einem Index mehr von Pointern und hier noch die Zahl, die angibt, wie viele Elemente Sie gerade drin haben. Sehr, sehr ähnlich zu dem, was Sie in der ArrayList gesehen haben, wo Sie ja auch ein Array von fester Größe haben und eine zusätzliche Zahl, eine zusätzliche Int-Zahl, die Ihnen sagt, wie viele Elemente gerade eigentlich tatsächlich signifikant sind. Und zwar sind es immer die ersten Elemente. Nicht irgendwelche Elemente, sondern immer die ersten. So. Entschuldigung. So, wir werden das jetzt in Zukunft so darstellen, wie Sie das jetzt hier sehen. Meistens werde ich nur einen Ausschnitt zeigen, weil Sie sehen das Problem, dass so ein Baum sehr schnell in die Breite wächst, aber die Folien wachsen nicht mit in die Breite. Dass Sie hier sehen, Sie haben die großen Slots hier drin sind für die Schlüsselwerte, die kleinen Slots hier drin sind für die Pointer.
einfach um die Zuordnung besser zu sehen. Aha, dieser Pointer ist alles kleiner als 40, dieser Pointer alles größer als 40 oder dieser Pointer ist alles zwischen 47 und 70. Ja? In dieser das ist nur eine Darstellungsweise, so ist es nicht implementiert. Es ist sinnvollerweise implementiert man das so, ein Array von Schlüsselwerten, ein Array von Pointern und eben noch die zusätzliche ganze Zahl. So ist es aber von der Darstellungsweise vermutlich übersichtlicher, dass Sie dann sofort immer die Korrespondenz sehen, aha, dieser Pointer für alle Werte zwischen 47 und 70, das ist auch der Pointer zwischen 47 und 70. Ja? Nur eine Darstellungsweise, keine Implementation. So, wozu braucht man das Ganze? Weil, wenn Sie sich diese beiden Bilder ansehen, dann stellen Sie fest, eigentlich braucht man keine Vielwegbäume. Vielwegbäume bieten einem einen fraglichen Mehrwert. Ja, Sie können einen solchen Vielwegbaum auch durch eine entsprechende binäre Baumstruktur ersetzen. Aber jetzt kann man natürlich sagen, okay, hier müssen Sie, wenn Sie etwas suchen, beispielsweise eine größere Baumstruktur durchlaufen. Hier haben Sie nur diesen einen Knoten. Aber dieser Knoten ist ja auch durchaus komplexer strukturiert, so wie Sie hier die einzelnen Schlüsselwerte so mit binär herumlaufen, durchsuchen müssen. Müssen Sie hier auch die Struktur durchsuchen, zum Beispiel auch durch binäre Suche gucken, in welchem Intervall Ihr gesuchtes Element ist. Also ist es eigentlich Jacke wie Hose. Was jetzt effizienter zu implementieren ist, was jetzt bessere Laufzeit, bessere Antwortzeiten gibt, steht in den Sternen. Das kann je nach Implementation, je nach Plattform, je nach Java, je nach Programmiersprache, kann es durchaus sein, dass entweder das ein bisschen ein Zacken schneller ist oder das hier unten ist ein Zacken schneller. Das lässt sich nicht vorhersehen, das lässt sich nicht allgemein sagen. Es gibt aber einen wichtigen Grund für Vielwegbäume und da kommen wir jetzt wirklich zu dem Thema Datenbanksysteme. Der Grund ist, wie die Korrespondenz zwischen Hauptspeicher und Hintergrundspeicher organisiert ist. Also Hauptspeicher ist das, was Sie im Computer haben. Brauche ich nichts darüber zu sagen. Mit Hintergrundspeicher, also was Sie halt in der CPU drin haben, im zentralen Prozessoreinheit. Zählt der Hauptspeicher noch zur CPU? Jetzt bin ich gerade. Ich nehme das zurück. Der Hauptspeicher zählt nicht zur CPU. Hintergrundspeicher ist zum Beispiel Festplatte. Gängiges Beispiel. So, und hier Datenbanksysteme und alles Ähnliche, da sind die Daten natürlich auf dem Hintergrundspeicher abgelegt, weil die Datenmenge einfach viel zu groß ist für den Hauptspeicher. Ja. Sie können im Hintergrundspeicher Terabyte haben, ja, nach oben offen beinahe. Im Hauptspeicher haben Sie natürlich zwar auch eine ganze Menge, aber bei weitem nicht genug, um so typische Datenbanken zu speichern, die Inhalte von Datenbanken zu speichern. Also bei dem Beispiel, was ich immer hernehme, Studierendenstammdaten mit unseren 25.000 oder was Studierenden an TU Darmstadt, das ließe sich vermutlich noch im Hauptspeicher organisieren, wenn es nur um solche Daten wie Matrikelnummer, Name, Adresse und so weiter geht. Aber ansonsten, bei größeren Sachen, kommt man da ganz schnell ans Ende. Also Datenbanksysteme sind auf dem Hintergrundspeicher, da sind die Daten abgelegt. Der Hauptspeicher wird eben verwendet, um die Daten zu prozessieren. So, und der Transfer von Daten zwischen Hauptspeicher und Hintergrundspeicher, der geht sehr organisiert vor, nämlich immer in der Größe einer Seite oder Englisch Page finden Sie. Sie finden meistens das Wort Page oder im Deutschen halt entsprechend Seite. Das ist eine gewisse feste Größe, eine Zweierpotenz. Eine gewisse Anzahl von Bytes, eine Zweierpotenz von Bytes, 2 hoch 12 Bytes, 2 hoch 13 Bytes, ja, also was sind das, 4096, 8192, das sind so typische Größen, ja. Wenn Ihr Programm auch nur ein einziges Bit abfragt, was auf dem Hintergrundspeicher ist, dann wird immer gleich eine ganze Seite gelesen.
Und wenn Sie auch nur ein einziges Bit überschreiben und das Ganze wird auf den Hintergrundspeicher wieder zurückgespeichert, dann wird immer die ganze Seite auf den Hintergrundspeicher zurückgespeichert. Immer diese feste Größe wird hin und her transferiert. Ja, das auf einer Festplatte können Sie sich das so vorstellen, auf einer traditionellen Festplatte, da kann man sich das vielleicht noch vorstellen. Die Festplatte rotiert schnell. Sie hat nicht wie eine alte Schallplatte so eine spiralförmige konzentrische Spur, sondern sie hat mehrere Spuren konzentrisch, alle mit demselben Mittelpunkt, nämlich dem Mittelpunkt der Festplatte. Und jede Spur ist in Seiten unterteilt, die eben reihum einmal um die ganze Festplatte herumgehen. Und was passiert jetzt, wenn eine Seite gelesen oder geschrieben werden soll? Also die Adresse ist bekannt, auf diese Seite soll, mit dieser Adresse soll jetzt zugegriffen werden. Was dann passiert ist, dass dann bei traditionellen Festplatten, dass dann der Schreiblesekopf sich auf die entsprechende Spur positioniert und so lange wartet, bis die rotierende Festplatte so weit gedreht ist, dass genau die Seite, die zu lesen oder zu schreiben ist, unter den Schreiblesekopf kommt. Und dann wird in dieser kurzen Zeit wird eben diese Seite gelesen und geschrieben. Sie können sich vorstellen, warum macht man das so? Selbst wenn ein einziges Bit zu lesen oder zu schreiben ist, wird immer gleich eine ganze Seite gelesen und geschrieben. Der Grund ist ganz einfach, es kostet fast nichts zusätzlich, eine ganze Seite anstelle eines einzelnen Bits zu lesen. Ja, das, was den großen Aufwand macht, ist die Positionierung. Also bei traditionellen Festplatten nochmal besonders offensichtlich, der Schreiblesekopf muss positioniert werden auf die richtige Spur und da muss gewartet werden, bis die Festplatte an der richtigen Stelle den richtigen Winkel hat. Ja, und ob man jetzt ein Bit liest oder schreibt oder 8192 Bits liest und schreibt, ist gerade egal. So, ich sehe, dass wir langsam hier rausgeschmissen werden durch die nächste Kohorte, die nachkommt. Dann ist es auch mit der Zeit soweit durch. Dann möchte ich an dieser Stelle beim nächsten Mal nochmal wieder einhaken. Und für heute möchte ich mich bei Ihnen bedanken und Ihnen einen guten Tag wünschen. Schönen Tag, trotz Wetter.